Leute, herzlich willkommen hier. Vierter Spieltag Champions League. Es sind wieder die Engländer, es ist wieder Tottenham. Schlag auf Schlag geht's hier sofort los. Bale hat hier den Ball, überläuft hier Chandler, flankt in die Mitte. Der Ball ist aber zum Glück zu steil und zu scharf geschossen. Einwurf hier über Pinola jetzt. Gefährlich. Tottenham macht hier sofort Druck. Pressing sehr hoch. Vollner befreit uns da sehr gut. Das ist Gebhardt. Wieder mal auf links. Peckhardt. Wieder Gebhardt wird hier gefoult. Ja, der Schiedsrichter lässt die Karten hier noch stecken. Das wird heute ganz, ganz entscheidend werden. Bloß nicht verlieren, heißt hier die Maxime für uns. Ich denke mal, dann sieht es wirklich für das Achtelfinale nicht so verkehrt aus. Wir haben dann ja noch das Auswärtsspiel in Amsterdam. Da ist erstmal Jovetic jetzt. Und dann noch zu Hause hier Bilbao. Wo wir es dann hoffentlich in der eigenen Hand haben, die hinter uns zu halten. Zu lasch jetzt hier gespielt von Markus Vollner. Der lässt sich jetzt auch gegen Jovetic hier zu viel Zeit. Aber Raphael Schäfer hat den Ball sicher. Schlägt ihn jetzt auch sofort ab. Vielleicht eine Möglichkeit für einen Konter. Kiyotake ist natürlich im Kopfball schon da im Nachteil gegen den großgewachsenen Spieler hier. Der Engländer Lennon jetzt. Schön gespielt. Dembele. Dembele, was macht er? Flankt rein. Adebayor 1-0. Ja, genau das sollte eben nicht passieren. Dass da jetzt so ein Tor fällt. Auf einen Schlag hier das Stadion ruhig. Sabitzer jetzt mit dem Anstoß. Es wäre ganz gut gewesen, wenn wir es vielleicht hätten halten können. Wir sind ein bisschen noch das Unentschieden. Gebhardt kann sich da doch durchsetzen gegen Walker. Jetzt gute Flanke wäre gut. Walker setzt nach. Ist natürlich ein klasse Mann. Jovetic, der ist auch hinten zu finden. Langer Ball jetzt hier. Dembele kommt nicht dran, zum Glück. Das ist Kiyotake. Schlechter Ball. Vielleicht kann man nachsetzen. Vollner. Das ist Peckhardt. Ist vorbei. Kiyotake geht an Lucio vorbei. Peckhardt. Ausgleich. Mensch, es geht doch. Ist ja zum Zungeschnalzen, wie der Kiyotake hier mit einem Körpertäuschung hier den Abwehrspieler stehen lässt da. Ich fange schon an zu stottern vor lauter Aufregung hier. Ja, die Unglücklichkeit ist wirklich von einem Moment auf den anderen hier schon wieder weg. Also Ausgleich, alle Uhren wieder auf Null gestellt. Schöner Ball jetzt von Sabitzer. Gebhardt, da ist wieder Peckhardt. Kommt nicht dran, da hat eine Fußspitze gefehlt. Jetzt wieder langer Ball, Jovetic. Oh, wir stehen sehr weit vorne, da müssen wir auf jeden Fall besser aufpassen. Jovetic flankt rein. Och Gott, oh Gott, oh Gott. Mensch, 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 Mensch. Yannick Westergaard, was macht er denn da? Lennon hier, der ist natürlich schnell. Ach, da grätscht der. Ja, ist klar. Also, wenn man es so sieht, natürlich ganz klarer Elfmeter hier. Oh, da knallt das Ding an die Latte. Adebayor, das wäre das zweite Tor für ihn gewesen. Oh, hier passiert ja in einer halben Stunde hier mehr als bei manchen Spielen nicht. Und manchen zwei Spielen. Also wir müssen besser stehen hinten. Jetzt haben wir schon wieder Adebayor. Also die haben jetzt schon wieder den Ball. Westergaard kann nicht mehr hingehen. Pinola jetzt muss hin. Chandler, ich muss mal reingehen in die Taktik. Also das kann ich mir so nicht mehr angucken. Wieder Ballverlust. Wir stehen hier viel zu weit vorne. Das Pressing vielleicht, naja, das würde ich, lass es mal so. Wir stehen aber ein bisschen weiter hinten. Auch das in den Laufwegen hier, der Westergaard so weit nach vorne geht, das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. Also lassen wir Nilsson ganz hinten. Timmy Simmons ganz zurück. Vollner, der soll auch ganz zurücklaufen. Die brauchen wir da hinten. Chandler nicht so weit nach vorne. Pinola auch nicht. Da kann ruhig der Gebhardt ein bisschen mehr zurück. Soll natürlich jetzt hier keine Mauerarie werden, ganz logisch. Vollner, der muss auch nicht so weit vor. Aber ihr habt es ja wahrscheinlich auch gesehen. Natürlich noch zu Westergaard hier, die Tacklings ändern. Ihr habt es ja wahrscheinlich auch gesehen, wie die uns da hinten ständig aushebeln. Und es ist überhaupt kein großer Druck dahinter. Also schon steht Jovetic bzw. Dembele stehen da vorne. Da ist wieder jetzt Dembele, Westergaard, gut gemacht. Stellt sich dazwischen. Kiyotake jetzt sehr schön gespielt. Peckhardt muss hin. Kann er sich gegen Lucio durchsetzen? Ball ist aber nicht gut nach außen. Da ist Chandler. Natürlich wieder zu weit vorne jetzt. Nilsson.
blockt da gut ab. Chandler muss jetzt hinterher. Da ist schon wieder Jovetic. Jovetic geht vorbei. Flanke ist auch gar nicht schlecht. Wir können das Ding aber klären. Vollner jetzt hier. Das ist Sabitzer. Sabitzer sieht vorne Pekhardt. Der nimmt sehr schön jetzt Gebhardt mit. Gebhardt kann mal gehen. Der ist ja schnell. Kiyotake. Rüber. Oh, rausgelegt. Pekhardt muss ihn machen. Auf den Torwart. Joris ist natürlich ein klasse Torwart. Bleiben wir nochmal am Drücker. Vollner jetzt. Kiyotake. Sehr schön auf Sabitzer. Aber abseits. Ganz, ganz flott geschaltet hier vom Japaner. Der junge Österreicher steht aber ein bisschen vorne im Abseits. Also die erste Halbzeit endet hier wirklich nochmal mit absoluter Power auf beiden Seiten. Langer Ball nach vorne, Adebayor. Vestergaard groß genug. Sandro jetzt auf Adebayor wieder. Nielsson hat ihn. Kiyotake. Pekhardt ganz alleine, muss warten. Spielt jetzt ab. Aber der Schiedsrichter möchte lieber hier die erste Halbzeit beenden. Ajax führt gegen Bilbao. Das ist schon mal sehr gut für uns. Ich denke mal Bilbao. Ja, gegen die wird es wahrscheinlich im Endeffekt dann gehen. Wenn es darum geht, wirklich hier den Minimum dritten Platz hier zu festigen. Lasst uns genauso weitermachen, würde ich mal sagen. Also das war ja insgesamt kein schlechtes Spiel von uns. Vestergaard mal kritisieren, dem nimmt es aber nicht so richtig an. Ja, ist klar, gibt es für ihn auch einfache Spiele als das hier. Chandler auch mal motivieren, der stand auch ziemlich oft sehr verloren da. Gebhardt ist hier sehr müde. Vollner ist ein bisschen müde und hier Yannick Vestergaard auch. Alles in allem würde ich mal sagen, das System ist schon so in Ordnung. Tottenham natürlich mit den schnellen Spielern. Können höchstens mal schauen. Timo Gebhardt, könntet ihr auch linkes Mittelfeld spielen. Ja, das ist alles nicht so optimal. Sabitzer kann es ja auch nicht so richtig. Der könnte, ja, der würde auch 3 Punkte verlieren. Nee, es läuft so weiter. Es war ja nicht alles schlecht. Wir müssen halt einfach wirklich nur kompakt da stehen und die Leute hier zudecken. Zum Beispiel die Jovetic, wie das jetzt hier der Vollner sehr gut macht. Chandler findet Kiyotake. Der spielt den Ball lang, das kann nur Abseits sein. Ja, schade eigentlich, da war noch unten Gebhardt mitgelaufen. Ja, Tottenham spielt hier sehr, sehr offensiv. Abwehrreihe steht ganz, ganz weit vorne mit der Abseitsfalle. Die haben die natürlich auch wahrscheinlich perfektioniert. Kiyotake macht es hier sehr schön gegen Adebayor. Der fault ihn jetzt hier. Hätte man noch Vorteil laufen lassen können, ohne Probleme. War jetzt nicht so die Not, jetzt das hier abzupfeifen. Langer Ball, Vestergaard. Kiyotake schläft etwas. Sandro holt sich den Ball, jetzt ist Jovetic schon wieder ganz alleine. Weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Jetzt bloß nicht wieder faulen. Och Gott, ich sag's noch. Vestergaard, haben Glück, dass das nicht gepfiffen wird. Ach, der strapaziert meine Nerven aber heute ordentlich, der dänische Youngster. Gebhardt, langer Ball. Sandro, der ist eigentlich überall, was die Defensive angeht. Adebayor, schön gemacht von Vestergaard, da rückt er raus. Chandler jetzt, Pekhardt, kommt nicht hin. Tottenham ist jetzt hier wieder am Drücker. Vestergaard kann nicht mehr genau hin, muss ihn da reißen lassen. Der Ball ist aber zu lang. Abstoß, Raphael Schäfer, der kommt jetzt auf die rechte Seite. Sabitzer wird gestört. Wieder Jovetic. Da habe ich aber die Faxen dicke hier. Immer dieser Jovetic. Der ist hier schon gedeckt von Vollner. Was soll ich machen? Ich kann ja den Kerl jetzt auch nicht komplett hier zubauen. Ich denke mal, die Sonderbewachung lenkt mal jetzt mal auf Jovetic. Es ist immer der. Also, Adebayor. Wer kann den stören? Soll ich den Vestergaard geben? Was hat Vestergaard denn? Manndeckung 75. Wie sieht's denn hier bei Nielsson aus? 71. Wenn, dann würde ich sagen eher Vestergaard, aber das ist natürlich wieder, das wird jetzt gefährlich werden, weil, ihr wisst ja, der hat gelb. Der hat die gelbe. Jovetic erstmal läuft jetzt durch. Nielsson versucht hinzukommen. Kommt hin. Da kommt aber Bale. Wieder Nielsson. Sehr schön gemacht. Kiyotake. Jetzt können wir vielleicht mal kontern im eigenen Stadion. Pekhardt. Muss abspielen, nimmt Gebhardt mit. Gebhardt versucht sich gegen Walker durchzusetzen, funktioniert nicht. Kiyotake holt den Ball. Adebayor ist schneller. Wieder Tottenham jetzt. Jovetic, der ist aber auch so verdammt schnell. Er fängt langsam an, mich hier zu ärgern, der Kerl. Yannick Vestergaard jetzt, muss den lang spielen. Zu lang. Kiyotake gegen Walker. Die sind aber auch überall so top besetzt. Jetzt Dembele gegen Simmons. Ich denke mal, wir haben jetzt 65 Minuten vorbei. Ich muss hier mal reagieren. Timo Gebhardt ist jetzt absolut müde gelaufen. Mal schauen, wer kann denn da theoretisch eingesetzt werden?
Ja, das wäre der S-Wein. Ich denke mal, das werden wir auch tun. Alexander S-Wein mit seiner Schnelligkeit. Ja, das tut absolut Not. Der kann ja nichts mehr. Der hat ja nicht, der jetzt voll Frische von 46. Also der schleift jetzt hier wirklich auf dem Zahnfleisch. Sabitzer wird gefoult. Was pfeift er das nicht? Himmels Willen, was ein Foul. Der liegt immer noch. Jetzt steht er wieder auf. Schöner Ball jetzt. Raus auf Gebhardt. Der schleicht schon. Man sieht schon, wie langsam der geworden ist. Der Ball ist nicht verkehrt. Asu Ekoto, kommt er hin? Ja, Vollner geht hinterher. Chandler kann den Ball nicht kontrollieren. Wir sehen oben schon wieder, da ist Jovetic. Schon wieder alleine. Vestergaard, sehr schön gemacht gegen Manuel Adebayor. Der ist überall schon Torschützenkönig, glaube ich, gewesen, wo er gespielt hat. Der kann auf jeden Fall Fußball spielen. Jetzt müssen wir aufpassen. Nilsson. Wieder. Wo steht der? Warum ist der da vorne? Adebayor ist zum Glück ganz alleine. Nützt aber nichts. Der kommt trotzdem durch. Flankt. Schäfer. Die Wechsel lassen hier sehr auf sich warten. Das ist ganz schlecht. Ich würde jetzt mal sagen, Sturridge noch für Pekka vorne einfach einen schnellen Mann noch reinschmeißen. Das ist schön gemacht. Sabitzer. Kiyotake. Gebhardt. Nochmal langer Ball. Nochmal langer Ball. Aber Vertonghen hat den Ball im letzten Moment rausgeschlagen. Wieder Jovetic, der soll ausgewechselt werden. Ich hoffe schnell. Schöner Ball auf Adebayor. Vestergaard. Jetzt hoffen sie, gehen sie zurück. Geht zurück. Der köpft. Vestergaard. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein Spiel. Sabitzer, jetzt spielt das Ding doch mal ins Aus, ihr Clowns. Wenn wir mal zu den Wechseln kommen. Da ist Pekka nochmal. Pekka kann vielleicht durchgehen. Jetzt ist er weg. Nein, ist er nicht. Schöner Ball. Ah, ich glaube, da kommt der Juris raus. Aber schießt ihn nur weg. Vollner muss hin. Geht nicht hin. Jetzt, ich hoffe, wir stehen hinten besser. Nilsson. Macht es gut, sehr gut. Ich denke mal, letzter Wechsel, den hauen wir jetzt auch noch rein. Den hauen wir jetzt auch noch drauf. Vollner ist absolut fertig. Almog Kohlen jetzt für Markus Vollner. Schaut euch mal an, wie die hier auf dem Zahnfleisch laufen. Ich muss jetzt mal gucken. Ich bin jetzt überall her. Noch vorsichtiger, als wir das eh schon machen. Ja, Abwehr ein bisschen zurück. Einfach das Pressing jetzt auf 50. Also die haben sich ja wirklich absolut K.O. gerackert. Aber hier mal gucken, hier die Laufwege. Gar nicht mehr weit nach vorne. Eswein soll mitkommen. Kohlen auch nicht mehr vor. Simmons soll mehr in die Mitte noch zurück. Vestergaard nicht mehr vor. Chandler nicht mehr so weit vor. Sabitzer mit zurück. Kiyotake muss mit zurückgehen. Er soll jetzt auch nicht mehr so weit vorgehen. Sturridge soll auch mit zurück. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich glaube, das hier wird mir einige Haare kosten, beziehungsweise meine Haare werden sich verfärben in gräulichen Tönen. Wieder Jovetic. Also der kann doch nicht immer noch laufen. Also es ist ja unglaublich, was der hier für ein Pensum macht. Flanke. Oh Mann, die spielen da hinten Ping-Pong. Und es ist immer noch kein Wechsel zu sehen. Es geht immer noch weiter. Super gemacht von Sabitzer. Wird gefoult, muss gelb geben, muss endlich mal jetzt eine Pause geben für die Wechsel. Mal gucken, wer für wen es ist. Ja, Jan Vertonghen holt sich hier die Gelbe ab, hat den Ball nicht sicher, verliert ihn nochmal an Sabitzer. Und dann muss er einfach das taktische Foul ziehen. Da ist Eswein. Dort kommt Sturridge, der natürlich England-Fachmann ist. Hat ja wirklich die ganze Zeit auf der Insel gespielt. Und Almog Kohlen jetzt für Markus Vollner. Die Spurs, die nutzen hier die Chance auch noch zum Wechsel. Ja, wann hat es das letzte Mal gegeben, dass ich hier dreimal wechsle? Ich glaube noch gar nicht. Ja, gut geklärt hier beim Kopfball. Clint Dempsey kommt jetzt hier noch ins Spiel für Jovetic. Da ist Dempsey, der ist natürlich schnell jetzt noch. Da kommt Bale, dem hat man nicht viel gesehen von, aber der ist immer gefährlich. Oh, Gottes Willen, Schäfer. Nochmal Taktik, nochmal Taktik. Och, Mann, 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 was ein Spieler. Also, das ist zu viel für meine Nerven hier. Abstöße, ganz lang jetzt. Konterspiel lassen wir drin. Ich denke mal, Pressing jetzt ganz zurücknehmen hier. Sturmtank, Sturridge. Puh, also ich bin echt fertig. Ich muss erstmal unter die Dusche wahrscheinlich, wenn das Spiel hier fertig ist. Einfach lang nach vorne. Sturridge jetzt gegen Vertonghen. Vertonghen! Oh, da wäre es beinahe noch schief gegangen. Wechsel hier nochmal Nummer 15 bei Tottenham hier. Das ist Lee Hodson für Benoit Assou Ekotto. Das ist ein Wechsel auf der Verteidigerposition. Ja, und es ist zu Ende. Soll ich jetzt glücklich sein? Ich glaube schon. Also, welch ein Match. Also, das war ja intensiv wie sonst vielleicht drei oder vier Spiele hier hintereinander. Was hab ich hier geschwitzt und gelitten? Ich glaube, ich muss die Maus hier erstmal abputzen. So schwitzig ist die. Mensch, Mensch, Mensch. Im allen natürlich
ein klasse Ergebnis für uns. Tottenham kann nicht an uns rankommen, kann uns nicht überholen. Unentschieden, so wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Ajax gewinnt hier 3-0 gegen Bilbao. Das heißt, wir haben jetzt 4 Punkte auf Bilbao Vorsprung bei noch 2 Spielen, wo wir noch zu Hause gegen die spielen müssen. Also ich denke mal, der dritte Platz, der ist hier greifbar. Sehen uns gleich im Nachbericht. Ach ja, Leutchen. Junge, Junge, Junge. Ich bin immer noch geflasht von diesem Spiel hier. Das war wirklich Champions League auf allerhöchstem Niveau. Meine Mannschaft hat sich sowas von bravourös hier gegen die englische Spitzenmannschaft gestellt. Also die waren natürlich sowas von stark. Also Stefan Jovetic, ich verstehe überhaupt nicht, warum der hier eine 5 bekommt. Der war ja überall. Der war nicht nur überall wie im Hinspiel. Also der hat auch wirklich... man hat eigentlich fast nur Jovetic gesehen. Einfach sowas von intensiv, dieses Spiel. Und vor allen Dingen die Mannschaft... Also ich bin mal gespannt, wo die stehen. Wir müssen eigentlich mal gucken, in welcher Region die stehen in England. Auf welchem Platz. Die sind Fünfter hier. 21 Punkte hinter den großen vier. Liverpool, Man City, Manchester United und Chelsea. Boah, das ist natürlich eine Liga da hinten, ne? Also die haben mich wirklich überrascht. Positiv. Also dass die auswärts so ein Gas geben, nachdem wir eigentlich zu Hause, also wo sie zu Hause gespielt haben, also wie die Auswärtsmannschaft waren, nicht so wirklich, ja... diese Gefahr ausgestrahlt haben. Also die waren ja heute, man hatte wirklich permanent das Gefühl, die können hier jetzt in der nächsten Sekunde das Tor schießen und noch eins und noch eins und noch eins. Bester Spieler bei uns war Marcel Sabitzer, den habe ich wirklich auch sehr stark gesehen. Verteidigung hinten, Westergaard hat gelb sich eingefangen, sehr früh schon mit dem Foul zum Elfmeter. Der Adebayor knallt das Ding da an die Latte und danach habe ich ihn ja noch dann die Manndeckung gegeben und der hat einfach das so toll gemacht. Ich hatte schon gedacht, es gibt nichts mit ihm, also... Oh, einfach klasse Spiel hier. Wir sind immer noch Tabellenführer, jetzt vor Ajax. Tottenham ist auf 3 jetzt nur noch und Bilbao auf 4. Das sind 3 Punkte, nicht 4, wie ich vorher meinte. Ja, die Amsterdamer, die werden hier gefährlich. Also wir haben jetzt das nächste Spiel gegen Bilbao. Das bedeutet, am 5. Spieltag können wir das Ding hier eigentlich schon klar machen. Wir haben ein Plus von 3 Toren. Die haben ein Plus und Minus von 3 Toren. Das heißt 6 Tore Differenz. Spielen wir unentschieden gegen Bilbao zu Hause, ist uns eigentlich der dritte Platz nicht mehr zu nehmen, weil die müssten dann immer noch 6 Tore im letzten Spiel aufholen. Das heißt, wir müssten mit 3 Dingern verlieren und die mindestens mit 3 Dingern gewinnen. Das würde ich eigentlich fast schon mal ja als Endspiel dann deklarieren. Gegen Bilbao für die Gruppenphase. Gucken wir mal Bayern. Ach Gott, die sind ja... Die können ja in den letzten beiden Spielen hier die A-Jugend auflaufen lassen. Gewinnen wieder 2-0 gegen Moskau zu Hause. Ribery und Gomez machen hier die Tore. 12 Punkte. Ja, die anderen Plätze werden hier zwischen Moskau, Saint-Étienne und Madrid ausgespielt. Aber Gruppenerster ist hiermit quasi schon faktisch besiegelt. Die Bayern, Manchester City und Marseille. Marseille muss hier noch sich mit Trabzonspor auseinandersetzen. Ich denke mal, Malaga ist schon raus. Paris vorne. Neapel Zweiter. Der HSV macht das hier super. Die spielen 3-3 zu Hause gegen Paris. Haben denen auch, also auch genauso die Stirn geboten wie wir hier den Engländern. Ist natürlich bitter, wenn du schon siehst, dass hier 3-0 führen. Ja, dann hätte es hier nochmal anders ausgesehen. Ne? Gut, ist aber noch alles möglich in 2 Spielen hier. Auswärts in Gent, das kann man gewinnen. Und dann zu Hause gegen Neapel wird sich dann entscheiden. Gruppe E, Manchester United ist hier schon weiter. 6 Punkte. Haben plus 7 im Torverhältnis, das würde ich schon sagen, dass die weiter sind. Danach sieht es noch eng aus. Madrid und Kiew marschieren weiter oben weg in Gruppe F, Gruppe G. Dortmund, ja, Dortmund ist weiter. Glückwunsch, die gewinnen hier auswärts in Glasgow bei Celtic. Barcelona gewinnt gegen Donetsk, sind natürlich dann in dem Moment auch wieder Schützenhilfe. Das ist klasse, damit haben wir schon mal 2 Mannschaften hier weiter, der HSV. Kämpft noch, wir sind auch noch gut dabei, also das kann ein erfolgreiches Jahr für die Bundesliga werden. Juventus und Sporting in Gruppe H vorne, aber Eindhoven hat noch alle Möglichkeiten. In die Stimmen gucken wir mal, das Spiel hätte auch umgekehrt ausgehen können. Ja, es hätte umgekehrt ausgehen können, dann hätte es auch 1-1 gestanden. Du Blitzmerker. Oder soll das jetzt hier ein besonderer Gag sein, vielleicht verstehe ich den nicht, vielleicht bin ich hier zu euphorisiert noch. Das Fair Play. Ja... Sperren überhaupt keine Verletzungen. Die Bayern haben hier ein paar. Die sind aber nur kurz. Gebhardt, Sabitzer haben ja auch ein paar kleine Nicklichkeiten abbekommen. Soll uns aber alles nicht wahnsinnig die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Duell hier per Nilsson gegen Kyle Walker. Ja, der ist eine ganze Note besser. Also der war aber auch stark außen.
Das wäre mal ein Außenverteidiger, wie ich ihn auch gerne hätte. Logisch. Gehen wir mal in die Woche. Es müsste jetzt ja normalerweise dann auch noch die Europa League folgen, wo wir auch noch gucken werden. Da haben wir sie schon. Das sind wieder sehr, sehr viele Gruppen. Liverpool ist hier durch in Gruppe A. Montpellier, für die sieht es auch sehr gut aus. Gruppe B. Ja, die Gladbacher, die melden sich hier so langsam ab. Verlieren hier ganz, ganz, ganz bitter gegen Zürich. Sogar St. Johnstone jetzt mit dem 0-0 gegen Queen's Park noch vor ihnen. Ist aber noch alles möglich. Das sind nur 3 Punkte auf den zweiten. Das kann also sich noch ändern. AC Mailand und Everton jetzt hier in der Pole Position für Gruppe C. Tagu Yu ist immer noch Erster hier. Chelsea immer noch Dritter, weil Chelsea es nicht versteht, in Kopenhagen zu gewinnen. Das ist die Überraschungsgruppe der Europa League. Gruppe E. Rubin Kazan, AS Rom und Cluj hier alle mit 7 Punkten. Lech Posen, die sind hier schon raus. Ja, damit haben wir schon mal fast hier. Ne, haben wir nicht. Also die müssen sich natürlich dann noch ausspielen. Da ist noch keiner sicher. Gruppe F. Heerenveen und Moskau jetzt hier vorne. Hajduk Split auch noch mit Möglichkeiten. Häcken ist quasi auch weg. Mit 0 Punkten hier noch nach 4 Spielen. Das ist natürlich schwach. Genauso wie Slovan Bratislava hier. Dynamo Moskau und Lazio haben hier das Ding schon gerissen. Die sind schon weiter. Die können auch die A-Jugend schicken demnächst. Gruppe H. Galatasaray und Braga vorne. Ja, hier ist die Schweizer Mannschaft von Basel, ist hier Zweiter. Zagreb ein bisschen distanziert, weil die gegen Aston Villa verlieren. Alles uns auch noch mit 0 Punkten. Also hier ist schon sehr viel Obst unterwegs, weil es hier schon, glaube ich, die dritte oder vierte Mannschaft, die hier mit 0 Punkten daherkommt. Hannover, die sind quasi damit auch durch. 6:1 gegen Sarajevo. Lyon leistet hier Schützenhilfe. Nicosia kann es nicht mehr schaffen. Die müssten ein Torverhältnis von 12 aufholen und alles gewinnen. Und Hannover müsste alles verlieren. Das ist auch gegessen. Fenerbahce und Espanyol sind ja auch schon weiter. Und genauso sieht's aus hier mit Feyenoord Rotterdam und Inter Mailand. Bin sehr gespannt, wie das dann aussieht. Wir haben noch 2 Spiele, so kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wann die Auslosung sein wird. Da werden wir natürlich da mal ganz gespannt reinschauen. So, hier haben wir jetzt Kaiserslautern. Schlechtes Wetter. Wir sind anscheinend hier von der Form, werden wir ganz schlecht eingestuft. Kaiserslautern in, ja, beste Form kann man eigentlich fast sagen. Schlechte Saison bisher. Ist natürlich von der Stärke hier eine ganz klare Angelegenheit eigentlich für uns. Ja, Topspiel hier, Leverkusen gegen Gladbach, die uns ja geschlagen haben. Ja, die Form sieht sehr gut aus. Timo Gebhardt. Ja, Julian Wiesmaier ist mittlerweile wenigstens auf einer 70. Hat sich ein bisschen da gefangen. Mike Franz kommt jetzt mal rein für Timo Gebhardt. Da muss ich mal schauen, was ich mache. Vielleicht Cohen für Vollner. Vollner, ne, der muss aber eigentlich spielen. Der muss von der Fitness hier ein bisschen zulegen, genau wie Mike Franz. Balic, wird nochmal Zeit, dass der mal nochmal auf die Bank kommt. Aber ist eigentlich Blödsinn, weil der Cohen so eine gute Form hat. Auch euphorisch, nee, glücklich heißt es, glaube ich, ist. Wird aber nichts ändern wollen. Vollner und Simmons haben das mal wieder toll gemacht. Packard bleibt auch in der Mannschaft. Für Sturridge bleibt dann nur die Joker-Rolle. Was ist mit Esswein vielleicht eher für die Franz-Position? Nee, da ändert sich nichts. Franz hat die bessere Form. Sabitzer ist natürlich klar, dass der spielt. Der überzeugt mich immer mehr. Hier ändere ich noch ein bisschen kurzzeitig jetzt mal die Mentoren. Das ist im Moment immer so eine, ja, das ist im Moment alles sehr kompakt, was wir hier haben. Ja, für ihn haben wir nichts mehr. Die Folgen sind im Moment ja nur Spieltagsfolgen, mit halt ein bisschen was Nebenberichte, weil halt wirklich die Wochen im Moment so vollgepackt sind. Hier haben wir nichts, was scoutmäßig dann umgesetzt werden müsste. Gebhardt Kapselprellung hatte er. Er hat eine Außenbanddehnung gehabt. Die sind immer alle wieder fit. Scouting abgeschlossen von Mario Malocha. Wo haben wir den Kerl? Da haben wir ihn. Der ist aber auch schon 24, hat eine Stärke von 68. Begrenztes Talent wird ihm hier bescheinigt. Also da haben wir bis jetzt echt leider nur Blindgänger dabei. Mintal hat sich Kaiserslautern angeguckt. Wolfsburg gescoutet. Den haben wir hier. Stärke 50er Torwart. Der ist aber erst 15. Klatschen wir den Kerl mal ins Blickfeld. Kaiserslautern, Boris Juk. Da sind wir auch wieder keine Jugendspieler mehr. News gucken wir noch fertig. Marco Schad, Trainingsziel erreicht.
So, das haben wir. Kann auch gleich oben stehen bleiben bei ihm. Kevin Basala, Stürmer der A-Jugend. Kopfballpräzision, da schieben wir das mal hoch. Die Volleys. Und Todorovic. Bin mal gespannt, was Erfurt sagt. Ah, nee, die haben es abgelehnt. Die blöden Hunde. Das wäre echt schön gewesen, wenn wir die bekommen hätten. Müssen sie ja selber wissen. Das ist schade. Transfers, Scout-Kooperation. Wir haben jetzt dazwischen mal Pause. Tatsächlich haben wir jetzt mal Pause zwischen Kaiserslautern und Bremen. Das wird meiner Mannschaft sehr gut tun. Kooperationspartner suchen tun wir nochmal. Hier in der zweiten Liga. Da haben wir jetzt schon ein paar mehr. KSC. KSC hat ein Jugendzentrum von 5. KSC vielleicht mit den Rostockern hier. Freundschaftsspiele 2 Stück. Bevorzugte Anzahl 1. Hier nehmen wir 3. Ausgeliehene Spieler müssen 70% spielen. Mehr will ich nicht. Das müssen wir mal so hinnehmen. Und jetzt geben wir denen hier noch ein bisschen Geld. 500.000. Das ist in Ordnung. Da breiten wir denen mal das Angebot. So. Das wäre mir eigentlich schon ganz lieb. Ich meine, wir haben jetzt noch ungefähr 1,5 Monate Zeit, um da einen zu finden. Also, Rostock ist auch nicht schlecht. Ich meine, die spielen jetzt ja auch zweite Liga. Sind natürlich dann erst aufgestiegen, genau wie Erfurt wahrscheinlich und Karlsruhe. Die werden wahrscheinlich auch noch Spieler nötig haben. So, Taktik. Gegen Kaiserslautern, wir nehmen mal den Einsatz hier ein bisschen runter. 65% einfach, um sicher zu gehen, dass die Jungs sich da nicht so sehr verausgaben nach diesem knüppelharten Spiel jetzt gegen die Tottenham-Akteure. Das war wahrscheinlich das schlimmste Spiel für die Spieler überhaupt, weil die haben ja überhaupt nichts mehr gesehen. Die haben nur noch weiß gesehen, weiß wie der Blitz und immer nur Jovetic, Jovetic, Jovetic und immer Gefahr und... Aber daraus werden die natürlich auch lernen. Überhaupt keine Frage. Das habe ich jetzt schon wieder gemacht. Ich wollte hier bei den Spielern mal gucken. Hier Baumjohann. Den würde ich gerne in Sonderbewachung nehmen. Fortunis und Maluda. Ach du Schande, Maluda. Schon wieder so ein schneller Spieler für Chandler. Dem werde ich jetzt mal hier die Laufwege ein bisschen stutzen. Dass der da nicht immer so weit vorne rumhampelt, wenn der hier eine Manndeckung hat. Ja, ansonsten ist das schon in Ordnung, denke ich. De Witt ist hier der die meisten Tore vorbereitet. Den kann ich nicht decken. Also ist ja Quatsch. Wer soll denn da hinten immer rumlaufen bei denen? Alles klar, Leute. Das war's dann erstmal mit dieser Folge. Wir gehen sofort weiter natürlich in die Bundesliga. Das müsste dann welcher Spieltag sein? Der 11. Zu Hause gegen den FCK. Das heißt FCN gegen FCK. Duell der Traditionsvereine. Ich hoffe mal, wir können mal wieder gewinnen in der Bundesliga. Ist ja schon ein bisschen länger her. Niederlage gegen Gladbach, dann gegen Mainz nur unentschieden 2-2. Es wird Zeit, dass wir hier nochmal aufhorchen lassen. Textmodus gegen den FCK. Bis gleich.